Bamba, dein Kampf beginnt, also folge mir. Du warst abgeholt. Also dann, viel Glück. Freunde, unser erster Kampf steht bevor. Hier in Paper Mario 2 im Falkenheim. In der Falkenheim Arena. Wir kämpfen gegen die Goomba Bros. Zumindest wird uns gesagt, das ist unser erster Einstiegskampf. Es folgt der Kampf zwischen den Goomba-Brüdern, bekannt auch als kosmische Steinköpfe, und dem vielversprechenden Newcomer Bomba Luigi. Die Goomba-Brüder warten schon ungeduldig im Ring auf ihren Gegner. Ich hab's gut gefunden, wenn man sich den Namen selber entscheiden könnte. Also, wie fühlt ihr euch heute? Weißt du, wir sind total heiß auf diesen Kampf, ja? Bomba Luigi ist der Kerl, uns warten zu lassen ist ziemlich dumm von ihm. Aber wir werden dem grünen Schnabel schon Manieren beibringen. Vielleicht hat er ja schon mal die Ambulanz bestellt, Und da ist er auch schon! Oh, endlich betritt Bomba Luigi den Ring! Es zeugt von Selbstbewusstsein, als Newcomer gleich zu spät zu kommen. Also, Bomba, ich werde dir kurz die Regeln erklären. Auf ihn! Was so? Einfach so? Unfassbar, diese Goomba Bros. So ein niederträchtiges Pack, die greifen an, bevor überhaupt der Gong schlägt. Also was, Mario, von solchen Typen lassen wir uns doch nicht einschüchtern. Ich will sehen, wie sie um Gnade flehen. Hehehe, das war die Begrüßung für zu spät, Kammer. Bedankt euch artig. Zeigt dem Publikum mindestens eine Schauanlage. Okay. Bombrina, du lächelst das Publikum an. Yeah! Dadurch, dass wir die Mission gemacht haben, können wir gleich einen interessanteren Kampf bekommen, als von 19 auf 18 auf 17 zu gehen. Können wir 19 schon, nach 19, weiß ich, ein paar Kämpfe überspringen? Das macht's interessanter. Ja, ein Erdbeben reicht. Wir sind schon alle tot. Also verzieht euch, ihr Grattler! Ja, das war's. Ein Erfahrungspunkt. Nicht mal mehr waren die wert. Solche Grattlei. Verschwindet. Du hast gesiegt, Mama. Aber sag uns, wie war der erste Kampf für dich? Langweilig. Oh. Habt ihr das gehört, Freunde? An diese Worte werden sich noch Generationen nach uns erinnern. Es war ein fantastischer Kampf und ich zähle auf dich für die nächste Begegnung. Nun, du bist der neue Held. Ich bitte um Applaus. Bravo, Bomba Luigi. Danke. Damit bekomme ich meine ersten Fans. Ganz und gar nicht übel für deinen ersten Fight, Bomba. Aus dir könnte mal was Großes werden. Tja, aber ich muss weiter. Deine Gage kriegst du von Toads Cover. Ich finde das cool, dass er so nett ist. Das gefällt mir. Weil so einen Typen würdest du dir eigentlich als so einen richtigen A-Hole vorstellen. Der sagt, boah, du musst doch so viel lernen, bist so schlecht. Aber die ist nett. Bitte deine Gage. 5 Cent. Ja, nehme ich zumindest an. Mario steigt auf Rang 19. Dein Rang wurde erhöht von 20 auf 19, weil du die Auflage erfüllt hast. Wenn du bereits in einem neuen Kampf bist, wähle wieder Ranglistenkampf am Computer. Ah ne, wir können das nicht skippen, aber wir müssen die Mission machen, um aufzusteigen. Okay, komisch. Na egal. Machen wir sofort weiter. Kann man sich ja aufheilen? Wird man hier automatisch aufgeheilt oder habe ich einfach Pech? Warte mal, ich kann mich doch bestimmt auch umschauen, oder? Hey, Greenhorn! Wie war dein erster Kampf? Ich bin Marolo, der Kämpfer in der zweiten Liga. Genau wie du. Ich hoffe, wir werden uns gut verstehen. Das da ist Bombasto. Hallo. Wenn wir einander schon so förmlich vorgestellt werden, lass mich dir einen Rat geben. Die Toads Grover gesagt hat, solltest du dich wirklich strikt an die Anweisungen vom Chef halten. Gelingt dir das nicht, erhöht sich dein Rang nicht, auch wenn du gewinnst. Bombastos Ratschläge sind manchmal ganz hilfreich. Frag ihn ruhig ab und zu mal was. Nicht nur manchmal, mein Rat ist immer gut. Das hier ist Samum. Meist bin ich nicht hier, aber wenn du mich siehst, sprich mich ruhig an. Übrigens, wenn du dich ins Bett legst, wird Kaffee und Baby aufgefüllt. In dem kuscheligen Bett des Champions wird sogar die Sternenergie aufgefüllt. Wow, was? Und das hier ist Felshelm. Hey, Marono, tu doch nicht immer so, als wären wir alle Freunde. Oha. Er ist nicht gerade in Lebenswürdigkeit mit Person. Das sind alle, die zurzeit in diesem Zimmer untergebracht sind. Wenn du irgendwelche Fragen hast, sprich ruhig einen von uns an.
Ach, und wir müssen bestimmt auch mal gegeneinander kämpfen. Oh. Oh nein. Ich find's aber interessant. Normalerweise würde ich hier mir Leute vorstellen, die halt unbedingt hier raus wollen, aber in dem Vertrag gefangen sind. Dass die hier nicht einfach so rauskommen, sondern ein paar Kämpfe erstmal schaffen müssen, um hier rauszukommen. Aber nee, die sind alle freundlich. Die denken sich alle, ja, ich habe vielleicht den Kampf verloren, aber nächstes Mal schaffe ich's. Finde ich cool. Dass die alle sehr positiv und optimistisch gestimmt sind. Das hat was. Okay, aber ich möchte mir noch ein bisschen umschauen, weil hier waren wir noch gar nicht. Oder? Ah, ja, dann. Ah, okay, dann kommen wir hier wieder raus. Warte mal, warte mal, warte mal. Hab ich da gerade gesehen? Hab ich da gerade richtig gesehen? Das sah aus, als würde da jemand rumrennen. Dort rechts? Ist hier jemand Neues? Nee, okay. Ich weiß nicht, was ich gesehen habe, ey. Oh Mann, ich sehe schon Dinge. Oh nein. Da haben die Goombas wieder nur einmal kurz auf den Deckel gehauen. Vielleicht hatten die Geheimwaffe dabei. Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Bum-bum-bum. Aufspeichern kann auf jeden Fall nicht schaden. Und ja, machen wir direkt den nächsten Kampf, oder? Machen wir direkt den nächsten Kampf. Du-dum. Geling. Freundschaftskampf? Was ist das denn? Wer an Freundschaftskämpfen teilnehmen will, muss sich zuerst die Regeln anhören. In Freundschaftskämpfen können sich Teilnehmer ihre Gegner aussuchen. Dein Rang ändert sich durch Freundschaftskämpfe nicht. Auflagen gibt es auch nicht. Ansonsten laufen sie genauso ab wie Ranglistenkämpfe. Es gibt sogar eine Gage. Wenn sich dein Rang erhöht hat, vergrößert sich die Auswahl an Gegnern. Das war auch schon alles. Falls es dir zu schnell ging, wähle Regeln. Also man kann hier nochmal kämpfen gegen die, die man schon bekämpft hat. Okay. Wenn man darauf Lust hat. Hallo Bomba! Nächster Kampf? Ja, bist du ready? Als empfangender Gegner ist gegenwärtig auf Rang 18. Du kämpfst gegen die Panzerkämpfer. Im folgenden Kampf solltest du dem Publikum mindestens eine Showanlage zeigen, wie letztes Mal. Du hast es nämlich letztes Mal richtig gut gemacht, hast dich richtig begeistert. Okay, das klingt auch gut. Oh, sieht so aus, als hätten wir die Ehre, gegeneinander anzutreten. Oh nein, er ist es. Nein! Ich möchte ihn aber nicht bekämpfen. Bamba, dein Kampf beginnt. Folg mir. Jo, let's go. Er hat wieder die Hände so auf dem Rücken hält. Ah, ist ein anstrengender Job, einfach nur rumzustehen, nichts zu machen. Das geht schon auf dem Rücken bestimmt. Aber gut, kämpfen wir so gegen seine Bande. Die Gegner im folgenden Kampf sind der Krawallklempner Bamba Luigi und die undurchdringlichen Panzerkämpfer. Lass uns sie mal besiegen. Also los, Bamba. Wir sind zwar in derselben Garderobe, aber warte keine Gnade im Kampf. Let's fight! Die Musik ist cool. Die haben wir nicht gescannt? Alle nicht? Okay, dann müssen wir es auf jeden Fall mal tun. Machen wir mal die erste Runde nichts. Gucken wir erstmal nur. Das ist ein Panzer-Cooper. Die Farbe ist etwas anders als bei den normalen Coopers. 4 KP, 2 Angriff, 1 Verteidigung. Er kann nicht mehr als ein normaler Cooper auch. Du kannst ihn besiegen. Solltest Marone nicht zu sanft anpacken. Er bleibt trotzdem Freunde. Ah, dann ist er gut. Und. Schornlage. Nein. Hier, Schornlage. Hallo! Oh mein Gott, das ist Mario! Wuhu! Das denken die sich alle. Oh! Mist. Muss aufpassen. Und ich werde mich übrigens nur heilen, wenn ich dringend muss. Ich werde mich jetzt nicht jede Runde heilen. Das finde ich unnötig. Aber vielleicht werde ich das auch bereuen, das zu sagen. Wer weiß. Aber gucken wir erstmal, was der Para-Cooper hier drauf hat. Das ist ein Panzerpara. Also ein etwas verfärbter Para-Cooper. 4 KP für Angriff eine Verteidigung. Er kann nicht mehr als jeder normale Para-Cooper. Seine Verteidigung sinkt also auf 0, wenn er auf dem Rücken liegt. Meine Kopfnuss ist übrigens auch ziemlich effektiv. Also auf den Kampf. Ist das so? Weißt du was? Machen wir das Maxi-Beben. Wir haben es gerade nämlich voll gemacht. Oder es war schon länger voll, ich weiß es nicht. Jedenfalls ist es voll. Und wir können damit vielleicht auch das Publikum schön begeistern mit einer so talentierten und coolen Attacke. Also ich meine, wenn ich da im Publikum wäre und ich würde diesen riesigen Stern sehen, ich wäre ziemlich impressed. Ich würde bedenken, was ist das für ein cooler Klempner? Diesem süßen Goomba-Mädchen, der diese krasse Attacke gerade eingesetzt hat. Bam, 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 bam.
Das ging sogar durch die Verteidigung, habe ich richtig gesehen. Krass. Ja, aber wirklich XP kriegst du nicht. Ein XP lohnt sich überhaupt nicht. Und der Gewinner ist Bomba Luigi! So geht das! Ah, sie redet für mich. Ich bin der stille Klempner. Ich bin nur der Bomba Luigi. Bitte deine Gage. 6 Münzen diesmal. Du hast dich verdoppelt, verbessert. Gut gemacht. Rang 18. Okay. Was jetzt alleine? Man zählt sich. Jo. Verstanden. Hey Mann. Du kämpfst nicht schlecht. Und diesmal hast du uns sogar geschlagen. Aber das nächste Mal werden wir dich besiegen. Ja, aber immer noch optimistisch. Cool. Solange wir Freunde bleiben, ist alles in Ordnung für mich. Denn ich mag den. Hey Bomba, nächster Kampf? Okay. Rang 17, das Pocky-Trio. Solltest keinen Sprung benutzen. Ja, okay, ich sowieso nicht gemacht, hä? Ich möchte auch einen fairen Kräftevergleich sehen. Okay, also zeig mir den guten Kampf. Alles klar, ich zeig dir einen richtig epischen Kampf. Ja, Bomba, komm mit. Ich behalte trotzdem Gumbrina mal hinter mir, einfach nur, weil ich den neuen Gegner alles scannen möchte. Ich glaube, das ist verständlich. Und ja, es geht sofort los. Die Gegner im folgenden Kampf sind der Krawallklemmende Bomba Luigi und der gestochene Pocky-Trio. Lass uns die mal besiegen. Wenn du uns nur anfasst, wirst du schon dein blaues Wunder erleben. Let's fight! Oh, Bomba. Und los geht's! Keinen Sprung benutzen. Ja, wer auch immer hier einen Sprung benutzen würde, ganz ehrlich. Ja, ich würde ehrlich gesagt einfach 2 Erdbeben machen. Woohoo! Und ansonsten einfach aufladen. Ja, lass uns die eine Runde lang einfach angreifen. Das gehen wir schon hin. Ist nicht schlimm. Okay. Ja, lieber habe ich es, wenn die mich abwerfen. Das kann man noch ein bisschen besser predikten, finde ich. Ja, das war der Kampf. Vielleicht sollte ich mich mal heilen. Damit zumindest meine BP aufgeladen sind. Doch, doch, das wäre, glaube ich, eine Idee. Zumindest, wenn ich dran denke. Ach, 6. Jetzt haben wir 6 Erfahrungspunkte bekommen. Das war schon ein bisschen mehr. Und der Gewinner ist mal wieder Bomba Luigi. Ja, genau. Fürchtet euch vor uns. Ja, ich glaube, das wären sie, Gumbrina. Ich glaube, das wären sie. Ist dieses ganze Chapter einfach nur diese 20 Kämpfe oder was das sind? 7 Münzen diesmal. Cool, 1 Cent mehr. 400! Rang 17. Sehr gut. Sehr, sehr nice. Hey, Bomba, da bist du ja wieder. Und, hast du wieder gewonnen? Boah, du siehst topfit aus, Mann. Weißt du, du bist mein großes Vorbild jetzt. Wow, danke. Kommst du wohl her? Was ist denn jetzt passiert? Du weißt genau, dass ich dir verboten habe, da reinzugehen. Also hör auf damit. Du solltest langsam lernen, Regeln zu befolgen. Und du solltest aufhören, mich ständig nachzulaufen. Das finde ich nämlich ganz schön nervig. Wenn du nicht machst, was ich dir sage, fliegst du raus, kapiert? Und die können auch einfach immer wieder gehen, wann sie wollen. Ah, wusste ich nicht. Doch, die werden hier gefangen. Schon wieder, Samum. Tut mir leid, dass ich diese Nörgerin mitgebracht habe, Marono. Mach dir nichts so. Sie spielt sich immer so auf. Ich mag sie irgendwie nicht. Aber warum rennst du auch dauernd nach? Einfach so halt. Aber was auch immer, ich geh dann mal wieder. Hä? Wieso geht er jetzt wieder? Was denn für ein Rücken, alter Aua? Oh, oh Mann. Oh Mann. Wo kann ich mich halten? Ihr meintet irgendwo ein Bett? Ach, hier. Ja, es ist ein stinknormales Bett. Man kann sich nicht beschweren. Mario kann sich drin legen. Ah, Mama Mia. Okay, Zeit zum Aufwachen. Der nächste Kampf steht bevor. Ah, Bomba, du möchtest uns zum Kampf anmelden. Dein Gegner ist Rang 16, die Knochenwerfer. Vor dem Kampf solltest du mindestens 3-mal Schaden erleiden. Was, ich soll mal auf die Fresse hauen? Einseitige Überlegenheit langweilt mich nämlich. Zeig mal einen guten Kampf. Okay, wir sollen uns 3-mal treffen lassen. Das heißt, wir dürfen den Kampf nicht zu schnell beenden. Wir könnten also den Kampf auch nutzen, um ein bisschen Sternenergie zu farmen. Also ein paar Show-Einlagen so mit einzusetzen. Das könnten wir auf jeden Fall machen.
Okay, dreimal angreifen lassen. Heißt das, ich darf auch nicht kontern? Das müssen wir herausfinden, glaube ich. Die Gegner sind mal wieder Bomba Luigi und die knarzenden Knochen, Knochenwerfer. Lass uns jemals besiegen. Von dir wird nicht mehr als ein Skelett übrig bleiben. Was soll das denn heißen? Die wollen sich umbringen, die wollen unsere Skelette kaputt machen. Was zur Hölle? Also, damit habt ihr euch gerade unbeliebt gemacht. Okay. Ich schätze, ich stamm einfach mal ein bisschen auf die drauf. Ach, das ist jetzt komplett besiegt, was? Okay. Machen wir Schauanlage. Lass uns mal angreifen. Aber ich will kontern. Ich versuche zu kontern. Wir wissen, ob das zählt als angreifen lassen. Ja, ich hab. Ich muss mindestens dreimal Schaden erleiden. Dreimal oder insgesamt drei Schaden. Das heißt nämlich zweimal. Ich habe keine Ahnung. Aber ich wurde da zweimal jetzt erwischt. Ich denke, wenn ich jetzt nochmal Schauanlage mache und der letzte mich da angreift, sollte das zählen, richtig? Ja, okay, jetzt hat's gezählt. Ja, gar nicht mal so einfach. Muss man ein bisschen herausprobieren. Rumexperimentieren. Und keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendeinen Orden gehabt, durch den ich dann gar keinen Schaden genommen hätte, also null. Keine Ahnung, ob das dann gezählt hätte mit der Mission. Jetzt gerne gewusst. Und der Gewinner ist mal wieder Bomba Luigi! Das war ein Kinderspiel. Naja, die anderen Kämpfer auf jeden Fall. Der hier war schon ein bisschen was anderes. Nein, Münzen. Das steigt sich immer, steigt sich immer. Wir sind Rennen 16. Okay. Hat noch unser Koopa-Kollege was zu erzählen? Ja. Schon wieder gewonnen? Mann, du bist wirklich der Hammer! Du bist der vielversprechendste Kämpfer, den ich jemals gesehen habe. Mach weiter so. Vertrau mir, ich habe einen Blick für so etwas. Aua! Sei ruhig. Mein Bein. Alles okay? Asian. Aua. Ja lang. Halt aus. Mama. Aus dem Weg. Ja, das scheint ja einer so stark verletzt zu sein, dass er ins Krankenhaus gebracht wird. Aber schließlich wird hier gekämpft. Da passiert etwas häufig. Was? Ihr brecht euch ja alle häufig das Bein? Aua. Wieso kann ich mich hier verstecken? Okay. Ah, Items muss ich auch verstecken. Ein Schwörer und nichts. Aber lustig. Machen wir direkt weiter. Ja, bisher finde ich das sehr interessant. Jetzt ist mal was anderes. Ist mal was anderes. Bomba, schon wieder? Na gut. Rang 15. Lakito und Partner. Komischer Name. Aber im folgenden Kampf darfst du keine BP verbrauchen. Ich möchte sehen, wie du mit einfachen Mitteln im Kampf zurechtkommst. Also zeig mir deinen guten Kampf. Okay, mit einfachen Mitteln. Er hat schon gesagt. Aufpassen. Er hat schon gesagt, keine BP verwenden. Ich hoffe, da ist kein Gegner, den ich scannen will, weil ich glaube, es kann große BP. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es 0 oder 1 stand. Oh nein, die Stachis sind neu. Okay, es ist mal wieder Bomba Luigi gegen die Bomba-Truppe Lakito und Partner. Gegen unsere gefährlichen Angriffe hast du nicht die geringste Chance. Let's fight! Die bremsen Piranhas. Und Kursion schon wieder. Okay, keine BP verbrochen. Hab's gecheckt. Scanner kostet gar keine BP. Das heißt, ich kann die alle drei noch scannen. Das sind zwei. Zwei davon sind Stachis. Das ist ein Stachi. Die Stacheln der Stachis verursachen riesigen Schaden. 3 KP, 3 Angriff, 3 Verteidigung. Sagen wir sie nicht umdrehst, verpuffen Angriffe so gut wie wirkungslos. Als solltest du sie alle so schnell wie möglich umdrehen. Anstatt zu sprengen, gibt es am besten Powerblöcke wegen den Stacheln. Ich soll die umdrehen? Wie drehe ich die denn um? Ach, Gegner schwindelig und lähmt sie eventuell. Das können wir mal versuchen. Haben wir sowieso gerade gefunden im Locker? Hat geklappt. Eventuell treffen sie also nicht. Verringert Marios Angriffskraft. Toll. Hör, warte mal was.
Der eine hat sich in so einer Verteidigungsposition gebracht. Wer hat das denn gemacht? Okay, scannen wir erstmal Lakito. Scheinbar ist das erste Mal, dass gegen Lakito kämpfen. Die Wolke, wie die guckt. Das hat Lakito. Lakito sind Koopas, die auf Wolken reiten. 5 KP ist für Angriff keine Verteidigung. Sie werfen mit Stachy-Eiern. Wenn sie Stachy-Eier tragen, solltest du nicht auf sie springen. Wir sollten sie rasch loswerden, bevor wir hier von Stachys umzingelt sind. Man weiß schließlich nie, wie viele Stachy-Eier so ein Lakito dabei hat. Okay, schaut mal. Uns wurde gesagt, keine Baby verbrauchen. Aber von Sternpunkten war nie die Rede. Na? Das wäre jetzt unfair, wenn ich das nicht benutzen dürfte. Und habt ihr das gesehen? Hinten bei diesem Fernseher im Hintergrund. Wie tief ging das? Man konnte uns sehen, wie man uns gesehen hat, wie man uns gesehen hat. Wenn er gleich wieder da ist, müssen wir darauf achten. Es geht so tief hinein, das verwirrt mich. Komm. Gib das hin. Bam, 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 bam. Let's go! Und bitte zählt das als keine BP-Verbrauch. Weil das sind ja keine BP, das sind ja Sternpunkte, das ist ja eine andere Leiste. Und er hat sich verteidigen können. Oh no. Okay, Scheunlage. Auch wenn wir es nicht machen müssen, dürfen wir es machen. Ja, ich schätze, du machst einfach trotzdem den Hammer. Powerhauer vielleicht. Wir versuchen es mal. Nö. Hat nichts gebracht. Nein, ich hab Baby verbraucht, ich Idiot! Was? War da ein Stein? Kann ich den Kampf neu starten? Och, ich Idiot. Ich hab dafür mein Dings verbraucht. Och, nein. Och, nee. Ich mach auch keinen Schaden gegen die. Was soll ich denn machen? Mit Kupio austauschen? Kupio kann die vielleicht besiegen. Och, Mann, das stört mich jetzt. Warum habe ich BP benutzt? Och, Mann. Ich Idiot. Absoluter Idiot. Ich hätte mal besser lesen sollen. Ja, jetzt ist zu spät. Ja, komm, Panzerstoß. Das andere dürften wir sowieso nicht benutzen. Nee, selbst Kupio kann dir keinen Schaden machen. Ist das blöd. Wie macht man denen denn am Ende Schaden, wenn man keine BP benutzen darf? Die haben ja viel zu viel verteilt. Danke. Ich habe Item verloren, habt ihr das gesehen? Was zur Hölle? Nee, ich verstehe diesen Kampf nicht. Stehen absolut nicht. Wie macht man das am besten? Ja, Powerblock. Muss man dafür extra wieder in irgendeinen Laden oder sowas zurückgehen? Kann ich ihm jetzt überhaupt Schaden machen? Nee. In der Form kann man dem keinen Schaden machen. Ja, toll. Hä? Hi. Nee, irgendwie verstehe ich das nicht. Okay. In der Form kann ich ihm aber bestimmt genügend Schaden machen. Ja, auch nicht. Mann, ich bin übelst verwirrt. Sorry, Freunde. Nein, ich hab zu... Das gibt's doch nicht. Och, Mann. Och, Mann. Und das war... Jetzt habe ich noch 3 BP. Kann ich es überhaupt noch schaffen? Kann ich den Kampf aufgeben? Was ist das für ein Schmutz? Ja, toll. Nee, ehrlich, das nervt mich jetzt. Ist ja richtig dumm. Ja, okay. Aber es kostet ja auch ein BP. Das kann ich ja eigentlich auch nicht benutzen. Nein, das kann ich auch nicht benutzen. Das Einzige, was ich jetzt gerade machen kann, ist nur Scheuenlage. Mehr kann ich nicht machen. Obwohl, vielleicht hätte ich doch den Charge benutzen sollen. Ja, er kann es nämlich nicht machen. Ach man, Freunde. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll bei dem Kampf. Nee, wirklich nicht. Einfach, hä? Hey! Ich war am Überlegen. Nerv mich! Ich mache mal den Powerhauer. Aber der macht ja nicht genug Schaden. Jetzt habe ich keine BP mehr. Wie besiege ich den jetzt? Wie besiege ich ihn jetzt? Ach, warte mal, hatte ich Grumbrina gesagt, man kann die auf den Bauch irgendwie legen lassen?
Einmal mit dem Hammer drauf, war das nicht so? Ja, oder? Was ist das? Eine Dose? Guck damit. Ja, ich glaube, man muss mit dem Hammer ganz normal draufhauen. Kann sowieso nichts anderes machen. Nee. Hä? Nee, da verstehe ich es nicht. Ja, nee. Wie besiegt man diese Kerle? Wie besiegt man die? Das macht auch keinen Schaden. Absolut nicht. Vielleicht in der Form, wenn die so eingekugelt sind, draufhauen mit dem Hammer? Vielleicht kriegt man die so weg aus der Stage raus. Vielleicht kämpfen die ja nicht mehr mit. Ich weiß es nicht, Mann. Aber irgendwie gibt es da gerade nichts, was ich tun kann. Und der Kampf geht auch schon viel zu lange. Ja, okay. Ich habe alle meine Items. Ich hab's verstanden, Mann. Ich warte jetzt nur noch, bis er endlich seine Kugelform wieder einnimmt. Ja, sehr gut. Jetzt werde ich nochmal versuchen, mit dem Hammer drauf zu hauen. Ob dann irgendwas passiert, vielleicht macht das Schaden? Das macht ja absolut gar nichts. Und das hier? Nee. Mm-mm. Also eigentlich kann ich da nur den Maxi-Beben machen, glaube ich. Okay, dann muss ich einfach gleich den Maxi-Beben besser timen. Ja. Ja, genau. Will ich jetzt meinen Charge benutzen dafür? Eigentlich lohnt sich das nicht. Ich habe gar nichts mehr. Nee, komm. Ich verschwende jetzt mein Maxi-Beben komplett. Mach's ein bisschen aufleveln, ich brauch's noch nicht komplett machen. Dann muss ich den Kampf erneut machen. Dann mache ich den Kampf in der nächsten Folge erneut. Ihr wisst ja, wie ich den mache. Ich warte, bis alle normal stehen, alle Stachis. Und dann reicht das schon. Ja, komm, stopp. Reicht. Macht genug Schaden. Bam, 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 bam. Ich stell dir vor, es war nicht genug Schaden. Das wär's jetzt. Nee, doch. Gut. Ach, das ist so ärgerlich. Ja, ich krieg Erfahrungspunkte, schön und gut, aber das fühlt sich nicht richtig an. Bomba Luigi gewonnen. Geschafft, Mario. Ja. Aber kriegen wir überhaupt eine Belohnung? 4 Münzen nur, oha. War so schlecht waren oder warum? Ja, hab's nicht erfüllt. Alles klar. Ja. Hab's verstanden. Aufgelaufen, Mann. Muss ich jetzt gegen die gleichen kämpfen? Ja, oder? Ranglistenkampf. Schauen wir erstmal kurz nach. Gegner, Akito und Partner. Keine langen Inszenierungen. Ich möchte einen soliden Kampf sehen. Zeigt mal den guten Kampf. Könnt ihr mir nochmal aufheilen? Bis habe ich nochmal. Ja, okay. Wir schlafen einfach kurz durch. So, und damit meine ich auch die Folge durch. Wir sehen uns am Anfang der nächsten Folge wieder, wenn ich die dann besiegt habe mit dem Maxi-Erdbeben. Bis dann, Freunde. Kann ich nochmal rausgehen währenddessen? Ich guck mal. Nee. Schade. Also ich muss das jetzt durchziehen. Okay, verstanden. Warte mal, was? Jetzt heißt es, du darfst keine Sternattacken nutzen? Ich dachte, keine BP. Jetzt wurde es gewechselt. Denkt das Spiel etwa, dass es so zu schwer für mich wäre, oder was? Ja gut, ne? Dann nutze ich das jetzt komplett aus. Charge ich mich erstmal voll. Und mache dann gleich ein Erdbeben, dass ich alle beide kill da vorne. Ich muss mal, glaube ich, zweimal chargen für. Bin mir gerade nicht sicher. Multikopfnuss, hoffentlich reicht das. Ach, ich... Mann, die fliegt so komisch. Ich kann das Timing davon einfach absolut nicht. Zumindest nicht in diesem Game. Nein, bitte. Ja, das ist das Outro, Freunde.